Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir sind immer noch im Wald auf der Suche nach Sergio Acostas Leiche. Es kann sein, dass die Gegner, die wir jetzt hier abschießen, dass wir die Ende letzte Folge schon besiegt haben. Das Spiel hat mich jetzt ein kleines Stück weiter vorne rausgeworfen. Ich habe jetzt gerade schon 2-3 Minuten die erste Gegnergruppe getötet. Weil das die war, die wir einfach letzte Folge schon besiegt haben, da ich halt nicht genau zum Speicherpunkt die Folge beendet habe. Wenn jetzt hier ein bisschen was doppelt ist, dann tut's mir leid, aber ich habe schon auf jeden Fall die erste Gegnergruppe hier unten, die hinter diesem Baum da kam, auf jeden Fall schon erledigt. Und wenn, dann haben wir hier bloß eine Minute Überschneidung. Ich denke, das ist zu verkraften. Die doppelläufige Waffe macht mir echt verdammt viel Spaß. Einfach dieses am Anfang so etwas langsame und dann auf immer schneller werden und draufgeballer. Irgendwie, Mist, wir sind wieder in derselben Situation, dass wir keine Muni mehr haben. Ich erinnere mich. Hat sich richtig gelohnt gegen den Gegner, der eh schon fast tot war. Da hinten kommt noch mehr. Haben wir Muni eingesammelt? Natürlich nicht. Ich hoffe mal, wir schaffen das. Gut, wir haben auch noch eine Pistole im Notfall. Oh. Ein Alpha. Wir müssen mal Lebensentzug machen, sonst wird es hier ein bisschen eklig. Lade nach. Lavageschosse auf die Schroti drauf. Dann müsste der doch gleich tot sein hier. Ja. Ja, für sowas ist die Schrotflinte schon geil, ne? Für so stärkere, gepanzerte Gegner. Gerade wenn man noch nah dran ist. Macht das schon Laune. Einer noch. Ein bisschen Muni gab es auch. Das heißt, wir können gleich wieder auffüllen. Jo, sieht gut aus. So, 150 Munition hat uns das Spiel gegönnt. Ich hoffe doch sehr, es kommt auch gleich nochmal eine Muni-Kiste. Da drüben ist noch ein Ausrufezeichen. Wir machen jetzt erstmal das hier. Sieht so aus, als hätte hier jemand gewohnt. Oder was davon übrig ist. Ach, keine Flugviecher. Alles, aber nicht die. Au. Ach, Wahnsinn. Schaut euch das an. Hälfte vom Leben, ne? Einmal getroffen. Überlegt mal. Ein Schuss getroffen und einmal von dem Vieh im Nahkampf erwischt. Das kannst du keinem erzählen. Die sind einfach so OP, die Viecher. Ja, gut, also müssen wir doch vielleicht schon mal einen Phaserstrahl aufladen. Der natürlich nicht trifft, warum auch. Wir halten halt aber auch so viel aus, ne? Man muss halt echt ordentlich ausweichen und ordentlich treffen. Beides nicht meine Stärke. Au, au. Geh weg, geh weg. Nein. Du musst erstmal sterben. Schnell. Ja. Okay. Wir haben es geschafft. Beziehungsweise noch nicht ganz. Ja, es kommt natürlich noch mehr. Komm, jetzt kriegst du mal einen Phaserstrahl. Bitte, triff. Die Fähigkeit ist einfach nicht meins. Es tut mir leid. Aber wenn die so eine kurze Reichweite hat, ganz ehrlich, dann brauche ich die Fähigkeit auch nicht. Einerseits braucht die extrem lange zum Aufladen, also bis man sie erstmal aktiviert hat. Dann muss man perfekt treffen. Mach mal schnell Lebensentzug hier. Ja, da muss man perfekt treffen und dann hat die ja auch noch eine übelst kurze Reichweite. Nee, sorry, nicht meins. Ach, jetzt wird's zu viel. Wenn der jetzt noch auf uns springt und das Vieh da hinten schießt, haben wir ein Problem. Haben wir ein großes Problem. Mit dem konnten wir ausweichen. Da geht's. So. Ui. Ja, meine Erfahrung auch mit den Alphas sagt,
Es ist einfach krass. Manchmal kriegen die so einen Ratsch und dann springen die und ballern dreimal hintereinander auf dich ein und ihr habt's gesehen, wir waren voll, ne? Wir hatten komplette Leben. Wir waren einfach nur komplett weg. Durch einmal anspringen und zweimal zuschlagen, was der innerhalb von einer Sekunde gemacht hat. Ja, ich glaube, Weltstufe 8 wird so langsam aber sicher, gerade hier im Wald wird es eh generell sehr schwer. Wird es wohl langsam aber sicher doch etwas zu hoch. Wir müssen mal gucken, dass wir unsere Ausrüstungsteile mal wieder ein bisschen verbessern. Geht weg. Dann kommt er schon wieder um die Ecke, ne? So, geschafft. Auch geschafft, sogar relativ gut. Mit Lava geschossen und dazu noch kritische Treffer. Ist das eigentlich okay mit den Biestern? Ich hätte gleich mal die Fähigkeit wechseln können. Also bei dem müssen wir einfach auf Abstand bleiben, anders geht's nicht. Weil man sieht ungefähr, wann er losspringt. Jetzt nehme ich. So, dann müssen wir hier volle Kanne auf die gehen. Hoffen, dass er uns jetzt nicht anspringt, was er aber natürlich macht. Müssen wir uns erstmal fixen. Nein. Nein, ich hänge, ich komme hier nicht raus. Mann. Es wird echt ganz schön hardcore, Leute. Das hätte ich nicht gedacht. Wir sind bis gerade eben eigentlich echt gut durchgekommen. Ich würde es jetzt noch einmal versuchen. Und ansonsten müssen wir halt wohl oder übel auf Weltstufe 7 zurück. Hallo? Jetzt. So, erstes Tod. Ein komplettes Lava-Geschoss-Ding. Verballert, wir brauchen unbedingt mal eine Fähigkeit auf unserem Rüstungsteil, dass wir von den Lava-Geschossen noch ein zweites Magazin bekommen. Das ist echt Gold wert. Ah, ja, ich weiß. Mist, wir sind diesmal echt schlecht. Also wirklich schlecht. Jetzt kommen die ganzen Biester schon an. Das eine Insekt lebt immer noch. Komm schon. Ich muss die Lavageschosse für das Vieh benutzen, anders geht's nicht. So, und jetzt kommt nämlich der Gute. Jetzt sehen wir gleich Abstand. Volle Kanne drauf. Es wird aber gleich wieder so ein Insekt kommen. Halt die Frage, ach man, dieses Rumgespringe jedes Mal. Ja, und jetzt war es das gleich wieder. Das Insekt ist wieder hinten. Wir haben noch ein Alpha. Ach, natürlich. Komm, verarscht mich doch nicht. Wir holen uns mal fix Leben. Lavageschosse drauf, ein bisschen Abstand. Insekt muss weg. Nein. Ah, shit. Wir haben's. Der nächste kommt angesprungen. Hier gleich zweimal. Ah, nein. Na, so geht's. Wenn die einmal springen und dir Schaden zufügen, ist es ja noch okay. Aber manchmal flippen die dann einfach völlig aus. Na? Ja, am letzten Schuss. Das gibt's doch nicht. Es war der letzte. Ach Leute, es tut mir echt leid. Ich will die Folge nicht in die Länge ziehen. Aber ihr seht, wir waren wieder voll. Kommt an. Es hat ein einziger Schrotflintenschuss hat gefehlt, ne? Ich hätte die normale Waffe nachladen sollen und nicht mit der Schrotflinte drauf, aber ich war mir schon wieder zu siegessicher. Ach Leute. Ärgerlich, wirklich ärgerlich. Es lief gerade eigentlich echt gut. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal so hinkriegen. Aber jetzt sehe ich, dass es auf Weltstufe 8 machbar ist. Darum möchte ich es einfach auch auf Weltstufe 8 schaffen. So, erstmal weg mit euch kleinen Biestern. Jetzt bist du dran. Komm schon. Wir müssen uns die Lavageschosse vielleicht doch aufheben, sobald der Alpha kommt. Ich denke, das ist die bessere Taktik. Ja, auch wenn die hier ganz schön rumnerven. Ah, jetzt kommt er schon.
Aber ja, das ist definitiv die bessere Taktik. Damit haben wir nämlich mit einem Dings schon ihn. Dann kommt jetzt gleich noch der zweite. Weiß nicht, wo er bleibt. Jetzt wird er kommen. Er kommt nämlich mit den kleinen Biestern hier meistens. Ja, da ist er. Ja, ich kann nicht springen, weil die Viecher hier in der Nähe sind. Scheiße. Ben. Nein. Das gibt's doch nicht. Weg mit dir. Scheiße. In meinem Keller liegt eine Leiche. Los. Wir haben ihn gleich. Lade nach. Spring. Jetzt haben wir's. Mann. Es wird herausfordernder. Entschuldigung. Schwieriges Wort. Das war das. Acostas Leiche muss hier irgendwo sein. Jetzt bitte erstmal kurz eine Sekunde Ruhe. Ich würde erstmal nachschauen, ob wir irgendwo vielleicht noch eine Kiste versteckt. Ja, sehr gut. Wir müssen dann generell mal über unseren Loot drüber schauen. Hier drüben war das Camp, aber die Leiche ist wohl irgendwo hier vorn. Hier liegt erstmal ein Sammelobjekt, das ist wohl seine ganzen Besitztümer. Okay. Dann schauen wir mal hier. Bringe das Foto zum Mercer zurück, okay. Dachte, mit dem Schlüssel müssen wir jetzt noch irgendwo hin. Wir sind hier. Wir sollen zum Camp. Achso, hier ist gar keine Schnellreise, aber hier unten. Und dann bringen wir dem Guten mal den Schlüssel. Wahnsinn, das war echt ein heftiger Kampf. Also noch nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. Gar keine Frage, aber trotzdem. Ja, das ist ja cool. Ich liebe dieses Navi, wirklich. Das hält dem Gewicht nicht stand. Vielleicht lieber so. Fliegen konnten wir noch nicht. Genau, da hinten stand er irgendwo, dann bringen wir ihm das Foto, er ist happy. Und dann können wir mal gucken, ob wir noch die andere Nebenmission machen und dann wieder Story. Was darf's denn sein? Der Kalender mit dem Messer drin. Was ist damit? Verdammtes Pech ist das. Ich bin am Arsch, hab Schulden bei diesem Wichser. Sind die bald nicht bezahlt, spielt er Spielchen mit mir. Was für Spielchen? Gewinne ich, ist die Schuld bezahlt. Verliere ich. Bang. Aber niemand gewinnt sein Spiel. Ach scheiße, was soll ich tun? Ich bin eh tot. Hey, könntest du mal mit ihm reden? Natürlich. Wenn du Schulden machst, musst du auch bezahlen. Fertig, aus Ende. Ich vertrete dich bei dem Spiel. Also, es ist natürlich nicht deine Pflicht, meinen Papa zu finden, aber bis ich weiß, wo er ist, sitze ich hier. Wollte doch gerade sagen, wir haben doch noch was für ihn. Was darf's denn? Danke. Jetzt kann ich Sie zur Ruhe bitten. Bitte, bitte, mein Freund. Und direkt wieder die nächste Mission. Und jetzt zurück zum Outriders-Bunker im Steinbruch. Alles klar. Also mal gucken, was er für ein Spielchen spielt. Aber wir sind ja verändert. Das heißt, wir sind sowieso so halb unsterblich. Also können wir da doch auf jeden Fall eine Runde mitspielen. Ich will Mercers Schulden zahlen. Warum kommt Mercer nicht selbst? Hat er kalte Füße gekriegt? Wenn ich verliere, zahlt er das Doppelte. Du denkst, du hast das Glück gepachtet, hä? Na, von mir aus. Ein bisschen russisch Roulette, oder was?
Elende Sauerei. Du bist verändert. Jetzt du. Ist nur eine Kugel, oder? Kein Problem. Ich? Zieh den Abzug. Sonst tue ich's. Bam. Da wollte er wohl verarschen. Ja, okay. Hat sich doch schnell erledigt. So als Veränderter würde ich definitiv auch ein paar Matches mit russischem Roulette machen. Der wird sich freuen. Glaub, das war die einfachste Quest, die wir bisher hatten. Was darf's denn sein? Schuld getilgt. Scheiße, hast mir das Leben gerettet. Hier als kleines Dankeschön. Die mache ich selbst. Nicht schlecht. Dein Großvater wäre stolz darauf. Und wir bekommen eine Belohnung. Wir gucken mal. Wir haben eine Maschinenpistole mit 2000. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein kritischer Treffer erzielt wird, um 15%. Das ist natürlich... Diese Anomalieaufwertung, die wir aktuell auf der lila Waffe haben, ist mir eigentlich lieber. Also generell die Fähigkeiten, die drauf sind. Wir gucken mal eher nach Rüstungen. 741 mit Brandbombe. Und hier haben wir, die Fähigkeit ist für ein weiteres Magazin effektiv, bevor die Abklingzeit ausgelöst wird. Das war doch genau das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Das brauchen wir. Damit haben wir nämlich einfach zwei Magazine. Cool, das Spiel hat uns mal wieder erhört. Ach, shit. Jetzt haben wir hier schon relativ coolen lila Dings, aber da könnten wir ja die Dings drauf machen. Also hier die Lavageschosse. Wir zerlegen das Teil. Dann können wir das hier drauf machen, dann haben wir jetzt das Teil angelegt. Lavageschosse erhöht deine Anomaliekraft um 25%. Jedes Mal, wenn dein Leben unter 30 fällt, werden alle Gegner im Umkreis von 10 Metern von Verbrennung betroffen. Ist eigentlich nicht schlecht. Das heißt, wir brauchen mal ganz kurz den guten Zahedi. Ich hoffe doch, er springt hier irgendwo rum. Wo ist denn hier Anfang und Ende vom Dorf? Eigentlich hier vorne, oder? Aber hier ist zu. Lässt er mich hier raus? Ja, da kommen wir in den Außenbezirk. Das wollen wir nicht. Lass mich mal ganz kurz schauen. Wir sind hier und wir müssen aber ins normale Camp. Welche Richtung ist es jetzt? Hier hinten raus oder vorne raus? Ich glaube, hier hinten raus. Also müssen wir doch dahin. Entschuldigung. Machen wir nochmal ganz schnell zu dem zurück. Dann machen wir uns die Fähigkeit, dass wir ein weiteres Lava-Geschoss-Magazin kriegen, jetzt mit auf das lila Rüstungsteil drauf. Weil es hat ja effektiv mehr Rüstung und halt natürlich lila. Dann können wir generell mal gucken, ob wir irgendwas hochstufen oder verbessern können. Dass wir hier die nächste Folge nicht direkt wieder mit 3 oder 4 Toten beginnen. Muss ja nicht sein. Ist komisch, dass wir uns jetzt hier durch den Wald kämpfen müssen. Nee, ich bin doch falsch raus. Wusste ich's doch. Entschuldigung, ist irgendwie verwirrend. Wieder zurück. Das können wir mal ganz schnell überspringen. Und dann eben hier oben lang. Den Outrider Trucks suchen wir dann. Aber ich bin doch auch gerade eben von hier hinten gekommen. Bin ich denn doof? Wo hat denn uns die Schnellreise rausgeworfen? Bin doch aus der Richtung hier gekommen, hundertprozentig. Was ist hier? Ich würde mich gern einsperren lassen. Bitte, das habe ich nicht verdient. Das hat niemand verdient. Ist doch bequem bei dir. Echt, wir sind doch auf jeden Fall von hier lang gekommen und ich habe gesagt, stimmt, da hinten war der Typ doch. Entschuldigung für die kurze Verwirrung gerade. Wo geht's denn noch raus? Hier lang?
Jetzt kommt da hinten zumindest schon mal die Reiseflagge. Alles klar. Jetzt sieht's gut aus und jetzt müsste auch der gute Zahedi kommen. Jetzt haben wir es. Entschuldigung, ist irgendwie alles ein bisschen verwirrend. So, jetzt haben wir hier vorne Zahedi. Sind schon Stufe 19, Weltstufe 8. Es geht voran bei uns. Und wir machen hier aber an der Stelle erstmal ein Folgenende. Dann schauen wir uns nächste Folge unsere Fähigkeiten und Ausrüstungsteile mal an. Und 17 Uhr geht's dann weiter morgen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.